Ich werde heute weitere Haustiere klauen. Bibi Danja, wo bist du denn? Papa Kahn! Was ist denn los? Papa Kahn! Papa Kahn! Papa Kahn! Papa Kahn! Papa Kahn! Papa Kahn! Jemand hat den Einhorn ist weg! Hey Leute! Hm? Ja, ich bin der Neue hier in der Stadt. Ich bin der Fremde. Hm. Und ich habe heute was ganz, ganz Spezielles vor. Denn ich werde heute weitere Haustiere klauen. Und ich habe auch hier schon gehört, hier kann man ganz viele Tiere bekommen. Jetzt gerade sehe ich noch sehr wenige Menschen, aber das Ganze hat sich schon rumgesprochen bei mir. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, kommst du mal zur Adoptionsinsel, schaust du mal, ob du hier ein, zwei Tiere noch mitnehmen kannst, denn ich habe schon sehr, sehr viele Tiere hier. Hier, wie ihr sehen könnt, ich habe einen Otter, ich habe einen Hund, ich habe sogar einen Neonhund. Also, mehr kann man nicht raus. Und dann habe ich noch eine Katze, einen Affen, ganz viele Tiere habe ich schon gescammt. Und ja, das Ganze werde ich heute ganz einfach bei, ich glaube, Baby Danja heißt sie, umsetzen. Nur, da muss ich jetzt Baby Danja suchen, weil die hat in der Stadt rumposaunt, dass sie ein cooles Einhorn hat. Und das werde ich heute ganz bestimmt klauen können. Aber dafür muss ich mich erstmal auf die Lauer legen. Papa Kahn, hallo Papa Kahn. Hey Leute, guck mal, mein Einhorn. Fluffy, du bist so süß, so süß. Dein so. Süß, Bibi Danja, was hast du denn heute vor? Naja, also ich will, dass Fluffy ausgewachsen ist, weil es könnte ja sein, dass ich durch irgendeinen dummen Zufall zufällig drei weitere Fluffys bekomme und dann könnte ich mir ja einen Neon-Fluffy machen. Ja, weil ich muss mich heute ein bisschen mit Draco hier um das Badezimmer kümmern. Ich würde das gerne so ein bisschen verschönern. Oh, das finde ich gut. Vielleicht könntest Draco du hier zwei Duschen oder vier Duschen einbauen, damit wir uns alle waschen können. Ja, vier wird wahrscheinlich zu viel, aber ich werde wahrscheinlich eine Dusche und eine Badewanne noch einbauen. Und aber das finde ich gut. Könntest du diese tolle Badewanne aus diesem Luna-Update einbauen, weil ich finde die wirklich urschön. Ja, ich schau mal, aber ich muss hier erstmal jetzt versuchen, vielleicht machen wir auch zwei Ebenen, ne? Ich schau mal, was wir hier so haben, aber wichtig ist, dass du und Fluffy rausgeht, weil es kann auch ein bisschen lauter werden. Okay, aber ich wollte dir nur noch mal sagen, Papa Kahn, niemand war bisher neidisch oder sonst was auf Fluffy. Fluffy ist nämlich einfach süß und es haben einfach alle Leute eingesehen, Fluffy ist noch hier und nichts ist passiert. Hm, ja gut, warten wir mal noch ab, ne? Jetzt sei doch nicht so miese, Peter. Wir gehen jetzt. Komm mit Fluffy. Ja, viel Spaß. Wenn was ist, meldet euch, ne? Tülülü, komm mit Fluffy. Du, Fluffy, ich sehe... Oh, hast du Hunger? Du hast Hunger. Okay, komm, wir gehen mal eben schnell zu Shane. Ja, ich schau mal hier ein bisschen durch die Nachbarschaft und ich sehe ganz viele Häuser, aber irgendwie ist das nicht das Haus, wonach ich suche. Von dem coolen Einhorn. Nee, das Haus ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Das ist ein kleines, winziges Haus. Aber hier fällt mir noch eins direkt ins Auge. Und ich sehe schon, ich glaube, das ist das Haus von Papa Kahn. Also ich würde einfach mal mich hinterm Haus verstecken. Ich lege mich da hier auf die Lauer und warte mal einfach ab, bis sich die Chance ergibt und ich einfach rein kann. Oh Mann, ey. Oh, ups, jetzt bin ich eingeschlafen. Wie oft schläft man eigentlich so in der Schule ein? Ich glaube, so oft passiert das gar nicht. Oh, Fluffy, du schläfst ja auch. Es tut mir leid, ich wollte gar nicht so laut sein. Komm, Fluffy, wir gehen wieder. Kommst du mit? Dankeschön. Bist du jetzt wieder? Ja, du hast keinen Durst mehr und so. Das ist gut. Ich glaube, Papa Kahn wäre mir sonst echt böse. Das will ich eigentlich wirklich nicht. Ich frage mich, wie das Badezimmer bisher aussieht. Also, eigentlich kann Papa Kahn ja ganz gut einrichten. Zwar nicht ganz so gut wie ich, aber das ist natürlich klar und das ist ja auch in Ordnung. Ich mache ihm da ja auch überhaupt gar keine Vorwürfe. Ich meine, immerhin ist Papa Kahn halt noch nicht ganz so lange hier in Adopt City wie ich, oder? Doch, ist er. Aber, naja, zumindest kann er halt einfach nicht so gut einrichten, glaube ich. Vielleicht kann er auch gut einrichten und zeigt es einfach nur nicht. Das kann ja auch gut sein. Obwohl, eigentlich ist mein Zimmer ja ganz hübsch geworden. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Fluffy? Bist du da auch für ein bisschen mehr Pink in dem Zimmer oder vielleicht etwas mehr blau? Ah nein, das Zimmer ist ja schon blau. Aber du hättest lieber ein pink und grünes Zimmer, oder? Ja, das glaube ich nämlich auch. Das passt nämlich total gut zu deinem Look. Zu meinem Look passt halt das Blau ganz gut. Eigentlich hat Papa Kahn das ganz gut gemacht. Er konnte ja nicht wissen, dass ich ein Einhorn bekomme. Oder er hat es gewusst und hat überhaupt gar nicht dran gedacht. Vielleicht bekommst du auch noch eine eigene Wohnung, Fluffy. Weißt du, wie schön das wäre? Oh Mist, ich glaube, es wird dunkel. Ich gehe mal ganz schnell nach Hause. Ich glaube, Papa Kahn ist schon fast böse auf mich. Hallo, Papa Kahn. Es tut mir leid. Hallöchen. Hallo.
Hallo, also es tut mir leid, ich weiß, es ist schon spät und ich bin viel zu spät nach Hause gekommen. Du bist aber noch nicht so weit gekommen hier. Nein, ich bin auch noch nicht wirklich fertig. Das dauert noch ein bisschen. Okay, du Fluffy und ich gehen jetzt schlafen, Papa Kahn. Falls du noch irgendwas von uns willst, dann darfst du dich gerne morgen bei uns melden. Aber bitte sei nicht mehr so laut. Kannst du dann auch bald schlafen gehen? Das ist mir sonst einfach zu laut hier. Ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Ich bin ein bisschen ruhig. So, Fluffy, schlaf schön. So, ich muss mich jetzt hier natürlich noch um diese Sachen hier kümmern, aber ich mache hier mal eine Nachtschicht. So, du kannst auch ein bisschen schlafen in der Zwischenzeit, Draco. So, ich glaube, jetzt müsste die Familie am Schlafen sein. Die Tür steht doch auf. Oh, das ist doch ganz, ganz gut. Also die Tür muss ich erstmal noch aufkriegen, aber oh, jetzt bin ich drinne. Jetzt muss ich bloß leise sein, dass ich auch das richtige Zimmer erwische. So, hier unten sind sie natürlich nicht. Denn hier unten ist ein Pool. Hi. Ich meine, der Pool ist schon sehr verlockend, aber ich bin ja nicht hier, um Spaß zu haben. So, wo befindet sich denn das Einhorn? Im ersten... Boah, jetzt muss ich ganz leise sein. Ich glaube... Fluffy ist ein süßes Baby. Okay, okay. Ich sehe jetzt, ich glaube, ich sehe das Einhorn schon. Okay, so, ich gehe jetzt mal schauen. Ich glaube, jetzt schläft sie. Jetzt gehe ich rein. Und, ja, jetzt muss ich ganz leise sein. Und, okay, ich hab's jetzt. Jetzt muss ich noch ganz leise raus. Oh nein, Leute, ich muss jetzt noch ganz leise sein. Da ist noch ein Dragon. So, jetzt muss ich aber ganz, oh, jetzt muss ich aber raus. Ganz leise. Sie dürfen mich bloß nicht hören. Ja, ich hab das Einhorn. Ich hab das Einhorn. Fluffy gehört jetzt mir. Ich wusste es, dass ich es schaffe. Ja, tja, Baby Daniel, hättest du nicht damit rumprallen dürfen hier in der Stadt. Denn sowas spricht sich sehr, sehr schnell rum. So, ich hab das Einhorn endlich hier. Schau mal, ich hab ein Einhorn. Endlich hab ich ein Einhorn so. Aber das Ganze darf jetzt natürlich nicht auffliegen. Deshalb werde ich jetzt einfach abhauen und mich verstecken. Ich habe echt schlecht geschlafen. Hm? Oh, aber Fluffy, ich habe von Fluffy geträumt, glaube ich. Das war eigentlich ganz... Wo ist denn Fluffy hin? Ist Fluffy schon frühstücken gegangen? Hm. Papa Kahn? Ja? Hallo, Papa Kahn. Oh, das sieht aber toll aus hier. Oh, du, Papa Kahn. Dir geht's aber nicht so gut? Nein, ich weiß. Papa Kahn, sag mal, hast du Fluffy irgendwo gesehen? Nein, du hast doch mit ihr geschlafen. Ich war die ganze Nacht hier im Badezimmer und habe versucht, das Badezimmer etwas einzurichten. Ich habe jetzt zumindest einen Whirlpool, wo mehrere Personen rein können. Und hier oben muss ich auch noch ein bisschen was machen, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, ich frage mich nur, wo Fluffy hin ist, weil eigentlich sind wir zusammen eingeschlafen und... Ja, vielleicht ist sie im Gamingzimmer oder so. Warst du die ganze Nacht wach, Papa Kahn? Ja, ich wollte mich auch gleich ein bisschen schlafen legen, wenn das okay wäre. Hallo, Draco. Oh, komm, Draco, wir gehen zum Arzt. Okay, Papa Kahn, ich komme auch kurz einmal mit. Wir gehen einmal kurz zum Arzt. Wo ist denn jetzt Fluffy? Ich weiß es nicht. Fluffy! Fluffy! Hol mal Fluffy. Wahrscheinlich geht's Fluffy auch nicht so gut. Warte. So, also ich habe ein bisschen was im Badezimmer gemacht, aber ich bin noch nicht fertig. Aber schauen wir Papa später Kahn? Nochmal. Ja? Ja, bitte. Bibi Danja, wo bist du denn? Papa Kahn? Was ist denn Kahn? Los? Papa Kahn? Papa Kahn, Papa Kahn, Papa Kahn, Papa Kahn, Papa Kahn, jemand erhöht, Einhorn ist weg. Beruhig dich doch, was ist denn passiert? Ich hab gerade geguckt, ob ich mein Einhorn rufen kann über meine Mütter, aber es ist weg. Was ist denn jetzt passiert? Du warst so die ganze Nacht wach, du hättest es so mitbekommen, jemand hat mein Einhorn. Wie, dein Einhorn? Fluffy kann doch nicht weg sein. Schau doch mal nochmal in deinen Rucksack, bitte. Ja. Aber das kann doch nicht sein. Du bist doch mit dir eingeschlafen. Hallo, nein. Jetzt schrei doch nicht rum, Baby Daniel. Wir kriegen deinen Fluffy. Fluffy! Ich hab... Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, Leute. Fluffy! Fluffy! Wir gehen jetzt erstmal ins Krankenhaus. Vielleicht ist Fluffy ja schon im Krankenhaus, Baby Daniel. Los, komm mit. Fluffy ist bestimmt schon im Krankenhaus. Oh, es war klar. Es war sowas von klar. Baby Danja, hättest du denn eine Idee, wo Fluffy sonst sein könnte? Nein, Fluffy war eigentlich immer am allerliebsten bei mir. Deshalb habe ich auch gar nicht im Bett geschlafen, sondern habe immer neben Fluffy auf dem Boden gesessen und im Sitzen geschlafen, weil Fluffy hat sich so am sichersten gefühlt bei mir.
Ja, aber Fluffy ist anscheinend jetzt weg. Ach, ach, Baby Danja, was hast du denn gemacht? Ich hab's dir beim letzten Mal noch gesagt. Vielleicht hat irgendjemand Fluffy mitgenommen. Das kann nicht passiert sein. Bist du dir sicher? Nein. Baby Danja, du hast letztens noch allen erzählt, dass du ein Einhorn hast. Dr. Hart, haben Sie Fluffy zufällig gesehen? Fluffy! Ein Einhorn, klein. Also Fluffy! Newborn noch. Neugeboren. Fluffy! Nein? Fluffy! Okay, alles klar. Baby Danja, also Fluffy ist anscheinend nicht im Krankenhaus. Ciao! Fluffy! Also. Fluffy! Okay, ich bin Fluffy, etwas Hallo, verwirrt. Bist du Fluffy? Nein, das ist nicht Fluffy. Hallo, bist du? Nein, das ist auch nicht Fluffy. Baby Danja, hast du schon in der Schule nachgeschaut? Ich bin gerade dabei. Hallo, Shane, hast du Fluffy gesehen? Fluffy ist weg. Doch, ich hab aufgepasst auf Fluffy. Ich kann nicht dafür. Ja, die anderen können jetzt nichts dafür. Bist du jetzt ruhig, Baby Danja? Baby Danja, ich hab dir letztens noch erzählt. Gestern habe ich dir noch erzählt, du sollst nicht rumerzählen, dass du ein Einhorn hast. Weil das ist ziemlich beliebt hier in Dortmund City. Bestimmt, dieser blöde Justin. Justin. Jetzt zu Justin. Fluffy, wo bist du? Ich glaube, Fluffy ist entführt worden oder so, weil es kann doch nicht sein, dass Fluffy auf einmal weg ist. Papa, kann ich habe das Gefühl, Fluffy ist was ganz Schlimmes passiert. Ich habe das im Gefühl. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Aber hast du denn... Baby Danja, hast du überhaupt keine Ahnung, wo Fluffy sein könnte? Vielleicht Nein. unter der Brücke versteckt oder irgendwie sowas? Ich schau Nein, mal mit warum Draco sollte nach. Warum Fluffy denn unter die Brücke gehen? Justin, Vielleicht hat wenn du meinen Fluffy geklaut hast, dann war es das letzte Mal, dass du hier in der City warst. Hast du mich gehört? Bibi Danja, ich glaube nicht, dass Justin was damit zu tun hat. Ach, ich glaube, nein, es ist jemand wahrscheinlich in Adopt Me City, den man nicht kennt. Aber wer denn? Wer würde denn dein kleines... Justin, es tut mir leid. Bibi Danja, willst du nicht vielleicht nochmal zu Hause schauen bei uns? Vielleicht hat sich Fluffy irgendwo versteckt. Aber warum sollte er sich denn verstecken? Das weiß ich nicht. Aber Bibi Danja, ich kann nicht ganz gerade ausschließen, dass vielleicht jemand auch... Fluffy entführt hat, verstehst du? Weil du hast überall rum erzählt, dass du Fluffy hast und ja, vielleicht hat sich jemand auch das Fluffy, also ein Einhorn, gewünscht. Aber wer könnte denn so boshaft sein und mir ja, mein das Fluffy weiß ich nicht, klauen? Das weiß ich nicht. Ich guck noch mal zu Hause, aber wenn er da nicht da ist, dann müssen wir eine Vermisstenmeldung rausgeben, Papa Khan. Ja, das machen wir. Ich mach das jetzt schon. Ich spreche direkt mit Mr. Fissi, okay? Ja, was ist denn, wenn Fluffy international geklaut wurde. Ja, ich glaube, so schnell kann das nicht gehen, aber wenn warten wir erstmal. Wenn jemand Fluffy über die Grenze. Ich werde auch die Leute in Brookhaven und Bloxburg anrufen. Okay, gut, das beruhigt mich. Kennst du da die Leute? Nicht, dass jemand. Ja, ich sag Mr. Fissi auch Bescheid und er hat auch einen Bruder in Playmobil City. Vielleicht ist da auch was los. Okay, die müssen alle nach Fluffy suchen. Ja, hallo Mr. Fissi, wir haben ein Problem und zwar haben wir ein Einhorn. Ja, ich weiß, ja, genau. Baby Danja hat davon erzählt. Es wurde anscheinend geklaut. Okay. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Baby Danja, bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Aber bleib zu Hause. Ich muss ganz kurz Harry Potter machen. Ich habe gerade mit Mr. Fissi gesprochen. Ja. In den letzten 2 Tagen wurden verdächtig viele Haustiere geklaut bzw. gescammt. Was? Und es kann sein, dass das eine Serie momentan ist. Also es kann sein, dass dieser Dieb vielleicht... vielleicht ist es auch eine Frau oder ein Mädchen, das kann natürlich alles sein, das wissen wir nicht. Eine Serie, Einhorn-Diebin. Ja, es kann natürlich sein, dass jemand ein Neon-Einhorn machen möchte und ja, und das könnte auch der Grund sein. Klaut wie barbarisch. Wie was? Oh nein, wie barbarisch, das habe ich gelernt in der Schule. Ja. Papa Khan. Also, ja. Wir müssen was tun. Ja, gut, was hast du denn, was würdest du denn gerne tun? Wir müssen Plakate aufhängen, wir müssen überall suchen, wir müssen das überall platzieren, wir müssen überall Fotos von Fluffy aufhängen, wir müssen überall deine Telefonnummer verteilen, wir müssen alle Staatsoberhäupter in allen möglichen Ländern anschreiben, dass sie alle nach Fluffy suchen und wir müssen ein Belohnungsgeld rausgeben für Fluffy. Was sagen wir? Wir sagen 5 Royal Eggs, die du bezahlst, wenn Fluffy wieder hier ist. Bibi Danja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Das müssen wir klären. Weißt du was? Wir schlafen jetzt eine Nacht drüber. Leute, es war wieder anscheinend sehr viel los hier bei uns. Wir müssen uns jetzt auf die Suche nach Fluffy machen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird oder nicht. Wir werden schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.